Durch einen tragischen Unfall ist die junge Anna Schäffer 25 Jahre ans Bett gefesselt. Anna Schäffer wird vielen Menschen zur Stütze. Durch ihr Gebet, ihre Briefe und ihre Fürbitte bei Gott. Zum Zeitpunkt ihres Todes ist sie schon längst über die Grenzen ihrer Gemeinde Mittelstetten hinaus bekannt. Über 5000 Menschen nehmen an der Beerdigung teil. Jetzt, 2012, wird sie heilig gesprochen. Also ich finde, das ist natürlich eine super große Freude, dass jemand aus unserer direkten Umgebung, aus Mittelstetten, heiliggesprochen wird und dass sie in der ganzen Welt bekannt wird. Ja, Heiligsprechung, das hätte sie keiner erwartet. Seligsprechung war schon ein wunderbares Ereignis. Aber jetzt darf sie halt wirklich in der ganzen Welt als Heilige verehrt werden, neben so großen Leuten wie dem heiligen Franz von Assisi oder sowas. Also das ist wunderbar in so einem kleinen Dorf wie Mittelstetten, dass man sowas Großartiges hervorbringen durfte. Die katholische Fernsehredaktion des Bistums Regensburg produzierte in Zusammenarbeit mit TVA einen Film über das Leben und Wirken von Anna Schäffer. Viele Gespräche mit Zeitzeugen, Verwandten und Experten geben Einblick in ihr Leben. Und aus dem Leben Anna Schäffers lernen wir, dass der Mensch auch im Leid von Gott geliebt ist. Das ist eine wichtige Erfahrung. Ich glaube, jetzt, egal ob jetzt ein großes oder ein schweres Schicksal oder auch unsere täglichen Leiden, da können wir viel von der Anna Schäffer lernen, wenn wir das mit Christus leben. Ein einfaches Mädchen, das in ein paar Monaten von Papst Benedikt dem 16. heilig gesprochen wird. Ein Ereignis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Beim Informationsabend im Roxy-Kino in Abensberg findet im Anschluss an die Filmvorführung eine Podiumsdiskussion statt. Der Eintritt kostet 5 €.